Es gehört noch gespachtelt und ausgemalt. Hier kommt Klebespachtel drauf. Mit denen wird das Styropor an die Fassade geklebt. Das Netz wird auch damit befestigt. Also das Netz, wo dann später der Putz draufkommt, den man sieht. Hier ist der Klebespachtel drinnen und ein wenig Wasser. Mit der Hand nur abgerührt. Ein wenig Wasser gebe ich noch hinein. So, das muss richtig schön cremig sein. So, dann rühre ich das nochmal auf. So, jetzt drücke ich das vorsichtig hinein, dass ich das Fenster nicht schmutzig mache. Und jetzt klopfe ich, bis ich bündig bin, ungefähr. Und jetzt nehme ich das und sehe, dass ich unten gewaltig hinein muss. Und jetzt schaue ich noch so mit der Wasserwaage. Der Putz ist hart, also angezogen. Könnt ihr jetzt sehen, wenn ich oben den Winkel anlege, ist es bis nach unten genau im rechten Winkel und auch auf der Vorderseite. Ich habe jetzt schon angefangen mit dem Spachteln. Beim ersten Spachteldurchgang tue ich es eher schlampig machen, aus dem Grund, ich habe schon öfters gespachtelt. Das ist eine Arbeit, die mir alle 3 Monate einmal gefällt. Wenn ich sie 2-mal im Quartal machen müsste, ist sie nicht mehr so meine Arbeit. Aber so, das macht mir relativ viel Spaß. Und ich habe damals beim ersten Mal schon so schön gespachtelt und habe mir gedacht, warum muss man das 2-3 Mal spachteln? Ja, dann habe ich es so schön gespachtelt, dass ich nicht mehr 100% gesehen habe, wo der Stoß war. Dann habe ich beim zweiten Spachteln die Fasche, also das Netz, mit eingespachtelt und habe es nicht immer genau am Stoß der Platten gespachtelt, weil ich den ja nicht mehr genau gesehen habe. Und dann hat es nachträglich Risse gegeben. Dann habe ich, wie schon alles fertig war, noch einmal netzen müssen, also den Stoß netzen und spachteln. War kein Problem, war bei mir hier im Keller am WC damals und das ist nicht so ein Problem. Am WC schaut man eher nach unten und nicht so hinauf. Im Schlafzimmer hingegen wäre das blöd gewesen, da schaut man eher rauf und nicht nach unten. In der Badewanne zum Beispiel schaut man auch eher rauf und nicht nach unten. In der Küche schaut man eher nach vor. Am WC ist es ganz wichtig, dass die WC-Türe fehlerfrei gemacht wird, denn die Tür schaut man sich extrem oft an. Wichtig beim Spachteln ist, einen Kübel Wasser umschmeißen, dass alles nass ist, sich schmutzig machen, das ist auch wichtig. Die Spachtelmasse mache ich so an, ich gebe einen Schuss Wasser hinein. Ich mache nicht zu viel an, denn lieber mache ich es öfter an und habe immer frische Spachtelmasse. So sieht das aus und dann rühre ich das ab. Dann sieht man, es ist noch zu wenig. Dann staube ich das noch drüber und dann passt es eigentlich. So schaut das dann aus, gebe ich mir einfach sowas auf die Spachtel rauf. Und dann spachtel ich so, dass man den Stoß noch sieht später. Also eher, dass es so aussieht. Bei den Schrauben in der Fläche mache ich es immer so, ich gehe mit der kleinen Spachtel so drüber und dann ziehe ich das einmal nur ab. Hier ist noch was. Schraubenzieher habe ich auch immer eingesteckt, denn es kommt häufig vor, dass eine Schraube nicht 100% versenkt wurde. Hier kann ich euch das zeigen, also hier, wenn ich jetzt hier abziehe, sieht man den schwarzen Kopf noch rausschauen. Dann nehme ich einfach den Schraubendreher und drehe eine Runde noch hinein, bleibt gleich der Bit stecken und hier dieser, der wurde gleich neben eine Schiene gedreht, das war sicher der Erich. Und den kann ich dann gleich wieder einstecken, den Schraubenzieher. Jetzt ist er weg. Hier beim Rand weiß ich nicht, was besser ist, nur mit Acrylsilikon oder Spachteln, keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich das eigentlich immer am Schluss, das zeige ich jetzt nur,
damit ihr seht, wie ich das mache. Denn hier bekomme ich diese feinen Körner von der Wand dann immer hinein. Und die habe ich jetzt im Material dann drinnen. Und dann ist es nicht sehr schön zu arbeiten. Jetzt sind die Platten noch sehr beweglich am Stoß. Wenn dann die Spachtelmasse hart ist, dann war es das mit der Beweglichkeit. Und wenn dann das Netz auch noch kommt, ist das sowieso bombenfest. Für die Reinigung am Schluss brauche ich dann kein Wasser. Ich kratze das dann einfach so ab. Und beim Kübel dasselbe. Bei der Fensterleibung habe ich ja das nicht 100% genau erwischt. Also diese Platte hat ein wenig Vorstand. Hier kann man es sehen. Hier habe ich aufgehört vorher zu kratzen, damit ich das herzeige. Und da gehe ich einfach und schneide so hinein. So, jetzt habe ich mir hier so eine Kante gemacht. So, hier dasselbe, hier gehe ich durch, hier passt alles. Und hier habe ich es auch schon vorher. Und hier kommt dann Kantenschutz und Netz. Hier dasselbe, Kantenschutz und Netz, dann kann das nicht reißen. Und bis hierher ungefähr mache ich diesen Rand. Das war's für euch jetzt mit der ersten Spachtelung. Ich mache den Rest alleine weiter. Ich will mir nämlich Musik aufdrehen. Und das darf man ja nicht, glaube ich, in einem Video fremde Musik spielen lassen. Daher drehe ich euch ab und ihr seid wieder dabei, wenn ich die Musik abdrehe. Wie gesagt, einmal spachtle ich jetzt fertig. Das konnte jetzt über Nacht trocknen. Dann gehe ich her mit der Spachtel und fahre einfach hier alles durch, wo dann das Band draufkommt, dass es wirklich schön aufliegt. Denn wenn jetzt ein Buckel wo wäre und ich gebe die Fasche, also das Netz, das Gitter drauf, dann würde die ja vorschauen und darunter wäre schon Kleber. Und wenn ich dann später schleife, würde ich das Netz dort durchschleifen und man würde es sehen. Und wenn man das gemacht hat, dann nehme ich so ein Gitter. Das ist ein selbstklebendes. Es gibt auch so ein Vlies, das muss man einspachteln. Ist beides, würde ich sagen, brauchbar. Jetzt habe ich sowas zu Hause gehabt. Beim anderen trage ich immer ein wenig Kleber auf, dann lege ich das Vlies hinein und dann fahre ich mit der Spachtel quasi das Vlies nach und es klebt. Wie gesagt, genau darauf achten, wo der Stoß ist. Also hier sieht man es, hier mittig, dass man nicht klebt, wo kein Stoß ist, dann würde das später trotzdem Risse geben. Und dann drücke ich das fest an. Zuerst mache ich alle quer und dann gehe ich mit dem Längsband drüber. Dann nehme ich ein Messer, lege es einfach hier auf und ziehe das ab. Vielleicht hier nochmal, dass ihr es besser sehen könnt. So, dann halte ich das an, dann drücke ich es hier mit dem Daumen an, bin schön mittig, dann fahre ich das so ab. Zack. Dann Messer hierher halten, also von der anderen Seite, jetzt, dass ihr das sehen könnt. Das halte ich nur her und ziehe das weg und dann ist es abgeschnitten. Und dann fahre ich das nochmal mit der Hand ab und dann ist eigentlich schon der Längsstoß dran. Das geht dann überhaupt schnell. Wenn ich es in der Länge stücken muss, aus welchem Grund auch immer, dann überlappe ich das ein wenig. Ich nehme an, das wird sicher besser sein, wie wenn ich Stoß an Stoß gehe. Jetzt sind alle Stöße mit Fasche. Und jetzt kann ich wieder Spachtelmasse anmachen. Beim Schlafengehen gestern habe ich mich dazu entschieden, dass ich den Rand mit Acryl verfugen werde. Ich glaube, das machen sowieso alle. Ich habe bei kleinen Räumen oft, wenn die Wand auch glatt ist, spachtel ich Gips hinein und gebe eine Fasche um die Ecke. Das ist bis dato auch immer sehr gut gegangen. Aber ich glaube, hier in dieser Dimension ist es nicht sinnvoll, dass ich hier spachtel, denn diese Wand hat eine raue Struktur und das zerstöre ich dann, weil ich das nicht so sauber hinbekomme. Jetzt klebe ich das hier unten ab und gehe mit dem Acrylsilikon durch, ziehe es einfach mit dem Finger ab und dann sollte das passen. Wichtig ist beim Acryl auch,
wenn nur ein Millimeter Fuge ist, wird das später auch reißen. Also das Acryl braucht schon eine gewisse Masse, damit es dann ordentlich dicht bleibt und keine Risse kriegt. Das geht ja viel schneller eigentlich und viel schöner arbeiten wie der erste Gipsdurchgang. Und der dritte Gipsdurchgang ist dann sowieso schon wie Urlaub. Wenn es jetzt dickflüssig ist, ist es meiner Meinung nach nicht mehr so sinnvoll. Lieber noch kleinere Mengen anmachen. Wenn es flüssiger ist, geht es besser durch das Netz durch und hält sich dann ordentlich an. So ist es jetzt bei mir. Habe ich alles das zweite Mal gespachtelt und jetzt kommt hier dieser Winkel her mit Netz, denn ich will, dass das nicht reißt. Ich weiß, dass das das falsche Netz ist. Normal hat man hier eines, kein Netz, so ein Kantenschutz, der ganz dünn ist. Den habe ich jetzt nicht, den muss ich jetzt kaufen, der kommt hier oben hin. Da schneide ich hier ganz normal und dann zwicke ich es hier ab mit dem Seitenschneider. Innen werde ich es ganz normal mit Gips. Hierzu mache ich mir wieder Gips an. Kübel habe ich natürlich wieder umgehauen. Weiß nicht, was heute los ist. Ich muss auch sagen, dass dieser Gips, mit dem ich arbeite, schon 7 Jahre alt ist. Also ich glaube, wenn das ein neuer wäre, wäre er vielleicht cremiger und leichter zu verarbeiten. Also hier kommt jetzt Spachtelmasse hin. Das trage ich mir nur so auf der Ecke auf, dann kommt das Netz hinein. So. Wird das fest angedrückt und einmal ausgestreift. Hier oben, dadurch, dass das etwas dicker ist wie das andere, mache ich so eine kleine Ansteigung, dass man das nicht so mitbekommt. Also dass der Übergang gleichmäßiger wird, das hätte besser gespachtelt gehört. So, besser gerührt gehört. Ja. Mit einer Latte schauen, ob man schön gerade ist. So, auf der anderen Seite mache ich jetzt dasselbe. Schaue ich so diagonal durch und dann sehe ich, dass ich hier unten noch etwas hinein sollte. Konnte das ein wenig ziehen. Jetzt habe ich 11 cm rausgemessen und habe mit der Wasserwaage einen Strich gemacht, damit ich das abgeben kann. Hier wird quasi meine Umrandung sein. Mache ich mir diesen Kleber an, dasselbe wie gestern, dieser Kontaktkleber, sonst wieder Bohrplatten geben. Lassen wir das ein wenig ziehen. In der Zwischenzeit mache ich einen MBA an, um das Rauchfangloch auch fertig zu machen. Ein bisschen zu dick noch, dann gebe ich immer so mit der Bürste ein wenig Wasser rein. Das kann man ganz gut dosieren. Das lassen wir jetzt noch ein wenig ziehen und dann werden wir uns um beide kümmern. Schauen wir, was daraus wird. Das konnte jetzt ein wenig ziehen, wäre das nur so nach
Streifen. Und das hier, also alles in eine Richtung eigentlich. Wenn es mir nicht gefällt, gehe ich noch mal drüber. Jetzt das Klebeband weg. Man muss sich ja vorstellen, das ist ja dann später alles weiß wieder. Schauen wir, wie es hier ausschaut. Ich glaube, hier wird keiner sehen, dass einmal eine Verbohrung stattgefunden hat. Hier muss ich nur aufpassen, dass ich nicht vorschaue. Das geht aber schön, dass ich das eben schleife so. Hier ist noch ein kleiner Buckel. Den Weg geht dann schwer. Dazu kann ich leichter was. Ich glaube, hier sieht man später nichts mehr. Vielleicht, dass ich mit dem Scheinwerfer sieht man nichts mehr. Jetzt machen wir mit Acrylsilikon diese Fugen zu. Dieses Silikon ist schon so alt. Also das geht nicht mehr gut. Aber es geht wieder leicht abziehen. Macht eine schöne Fuge. So, und jetzt habe ich ja keine Struktur mehr. Jetzt habe ich ja da unten was in das Silikon drin. Da nehme ich jetzt einfach Wasser und binde das ein wenig. Dann sieht man nach dem Weißen davon nichts mehr. Das geht halt nur, wenn man ausweißen muss. Wenn das jetzt schon alles fertig wäre, wäre das nicht die optimale Art. Eigenartiges Silikon. Und dann ist der Keller schon eigentlich fertig. Die Decke ist jetzt quasi fertig, denn was fertig ist, ist fertig.